So. Dann ziehe ich mich jetzt halt wieder an. Schlafen und speichern. So, das Zimmer. Das Zimmer. Theresa schläft ja noch. Da los. Da satt halt. Hi, Theresa. Ist dir nicht schwer? Die Rüstung, meine ich. Na, Bursche? Lust auf eine kleine Wette fürs Rateien? Apropos Rüstung, ich muss noch meine... So. Ehre dem schillernden Helden. Wollen wir irgendwo spazieren gehen? Sehr gerne. Ah, die haben ja gar nichts gesagt. Da wären wir. Wollen wir das wiederholen? Ja, besuch mich mal. Schade, dass das nur geht, wenn das Herz ganz also ganz weg ist. Ja. Na Milan, willst du noch mal ein paar? Salz, Öl, Salz, Öl, Salz, Öl, Salz, Öl, Salz, Öl.
Gott sei mit dir, edler Ritter. Was kann ich für dich tun? Lass uns handeln. Alles Gute. Besprechen wir den Preis. Nun, versuchen wir es. Wie wär's damit? Nicht schlecht. Senke deine Ansprüche noch etwas und wir sind uns einig. Endlich eine vernünftige Summe. Sehr schön. Naja. Was brauchst du? Ich möchte gerne handeln. Mach's gut. Schon 2K. Okay. Lässt sich was am Preis machen? Ist gut. Was sagst du dazu? Na dran. Geh noch ein bisschen runter und Hand drauf. Mein letztes Angebot. Schon besser. Etwas weniger und wir kommen ins Geschäft. Also, das muss es schon sein. Ja, das sollte passen. Junge, du bist ja fast pleite. Reparatur. Reden wir über den Preis. Klar, warum nicht? Was sagst du dazu? 600 glatt. Nun, etwas mehr und der Handel steht. Na, dann versuchen wir nochmal 550. Was sagst du dazu? Komm schon, ein bisschen mehr und wir sind im Geschäft. Ja, ist okay. Da schlag ich zu. Zwiebeln,
Kartoffelsuppe für den Frühling, Spargel für den Gaumen und Pflaumen gegen Ächzen und Raunen. Au. Ah, Herr Schneider. Ich möchte gerne was reparieren lassen. Gott schütze dich. Danke dich auch. Gott sei mit dir. Einmal bitte. Ja, dann würde ich sagen, auf noch mehr hier etwa. Haben das gemacht, was wir machen wollten. Verkauft, bisschen Geld gewonnen. Waren mit Theresa aus, ganz wichtig. Ich habe die Hoffnung, dass jetzt gleich ein kleiner Zwischenfall passiert. Ja, aber das sieht sehr souverän aus. Bleib mir. Ja. Mehr Hoyet. Macht was immer ein Mehr Hoyet macht. Guten Tag, Leute. Ja! Bewohnerin. Du darfst da nicht rein. Du musst erst mehlig haben. Beste Grüße. Ich möchte den Gefangenen sprechen. Tut mir leid, du
darf niemand rein. Melichas Befehl. Ich bin Herr Ratzigs Gesandter und muss unbedingt den Gefangenen verhören. Selbst wenn du der Gesandte des Papstes wärst. Nein. Wenn du mit dem Gefangenen reden willst, frag Melichar um Erlaubnis. Mach's gut. Wo ist Melichar? Melichar. Bist du Melichar? Ja, der bin ich. Ich muss mit dem Gefangenen reden. Und warum? Wer bist du überhaupt? Heinrich, Gesandter von Herrn Ratzig Kobilla. Ich ermittle wegen des Angriffs. Tut mir leid, ich habe gerade andere Sachen um die Ohren. Falls es dir nicht aufgefallen ist, hier wütet eine Seuche. Und Herr Ratzig hilft uns nicht damit. Ebenso wenig, wie er uns bei dem Angriff geholfen hat. Es hat noch gar keine Kunde von der Seuche Ratai erreicht. Aber ich bin jetzt hier und kann helfen. Da du Herrn Ratzig dienst, könntest du von Nutzen sein. Wenn nicht du, wer dann? Sag, was ich tun soll. Es gibt hier bei uns diesen Stallburschen, Matthias. Ja, den kenne ich. Er kennt da ein Mädchen, das in der Krankenstube des Klosters aushilft. Sie heißt Johanka, glaube ich. Vielleicht kennt sie jemanden, der helfen kann, falls sie wirklich dort ist. Na gut, ich gehe zum Kloster. Wahrscheinlich unsere einzige Hoffnung. Danke, zumindest für den Versuch. Aber warum bedanke ich mich eigentlich? Liegt ja in deinem eigenen Interesse. Ohne Hilfe wird der Gefangene auch sterben. Wenn ich zum Kloster soll, muss ich so viel wie möglich über die Krankheit wissen. Ich muss auf jeden Fall die Symptome kennen. Man wird mich mit Sicherheit danach fragen. Schwer zu sagen. Mein Weib fiebert, andere plagt Schüttelfrost. Ich habe auch gehört, manche speien. Wieder andere sind voller Geschwüre. Aber warum schaust du nicht selbst? Es wird viel geredet und ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Alles klar, ich schaue mir das an. Ich habe die betroffenen Häuser mit Kalk markiert. Aber bleib nicht so lange dort. Das habe ich gewiss nicht vor. Möge Gott über dich wachen. So. Okay, Leute. Das war's jetzt erstmal von dieser Kingdom Come Deliverance Aufnahme. Jetzt habe ich einiges im Voraus. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Come Deliverance. Mein Name ist Yami Tobi-san und ich begrüße euch recht herzlich hier auf dem Kanal. Wir befinden uns gerade in Merhoyet und suchen nach Matthias. Hier ist Nys. Da liegt wer? Ah, da liegt Matthias. Heinrich, welch erfreulicher Anblick. Was tust du hier? Freut mich auch, dich zu sehen, Matthias. Ich untersuche in Herrn Ratzigs Auftrag den Überfall. Herr Ratzig? Wie es scheint, hast du es weit gebracht, Kumpel. Du bist sein Gesandter? Er nahm mich in seine Garnison auf. Heinrich, der Sohn des Schmieds im Dienste seiner Herrschaft. Wer hätte das gedacht? Ich hätte nicht so viel Glück. Du hast überlebt. Dafür solltest du Gott danken. Ein wahres Wort. Wenn ich du wäre, würde ich schleunigst von hier weggehen. Hier geht irgendeine Seuche um. Eine Seuche? Die Leute sagen, es ist die Pest. So oder so, es ist schlimm. Es begann am Tag nach dem Überfall. Zuerst wurden die Pferde krank, dann anderes Vieh. Und jetzt die Leute. Scheiße. Bist du in Ordnung? Naja, zumindest habe ich mir nichts eingefangen. Aber du wurdest verwundet. Beim Angriff fiel so ein verfluchter Bandit auf mich drauf. Mit Pferd und allem. Mein Arm ist gebrochen. Aber besser ist der Arm als der Hals.